Heute geht es mal an ein Experimentierprotokoll. Das ist ziemlich wichtig in der Physik. Und wir werden sehr viele Experimente machen. Und eines von den einfachsten ist mal die Geschwindigkeit. So, die Aufgabe heißt, die Geschwindigkeit beim ruhigen Gehen und beim Sprint rauszubekommen. Ja, was könnte rauskommen? Idee, Vermutung. Naja, ich weiß schon, dass ein Fußgänger so etwa 4 bis 5 Kilometer pro Stunde drauf hat. Das war eine der ersten Übungen. Und beim Sprint, weiß ich noch ganz, ganz früher, hatte ich mal 16 Sekunden auf 100 Meter. Das waren so meine besten Zeiten. Und wenn ich das ausrechne, komme ich auf 6 Meter pro Sekunde. Und umgerechnet in km/h müssten das etwas über 20 km/h sein. So, also ich kann schon vermuten, was ich als Ergebnisse drauf habe. Was mache ich? Ich gehe auf den Sportplatz, da ist schon eine 60-Meter-Bahn. Da brauche ich nichts abzumessen. Und einmal gehe ich in Ruhe. Beim zweiten Mal mache ich doch den Sprint. Wichtig, die Messwerte aufschreiben. So. Bei der Skizze versuche ich mal darzustellen, was dort angestellt wird. Wenn ihr richtige Experimente macht, so mit allen möglichen anderen Geräten, dann muss man da etwas mehr zeichnen. Hier ist es einfach nur die 60 Meter Bahn, auf der ich dort lang gehe. So, wenn die Skizze fertig ist, dann haben wir das alles soweit vorbereitet. Und für die Messwerte geht es jetzt auf den Platz. Zurück vom Platz können wir jetzt die Messwerte eintragen. Die Strecke waren 60 Meter und die Zeit beim Gehen 49 Sekunden. Beim zweiten Versuch waren es 15 Sekunden und jetzt kann ich anfangen zu rechnen. Gegeben, gesucht, alles wie gehabt, Formel V ist S durch D. Einsetzen 60 Meter durch 49 Sekunden. Ergebnis 1,2 Meter pro Sekunde. So, und für den Sprint genau das gleiche Spiel. Nur, dass ich hier auf 4 Meter pro Sekunde als Ergebnis komme. Der letzte Punkt, Ergebnisse. Hier kommt erstmal sowas wie ein Antwortsatz hin. Wandergeschwindigkeit, also 1,22 Meter pro Sekunde. Beim Sprint sind es 4 Meter. Aber wir rechnen noch um in km/h, damit wir uns da was drunter vorstellen können. Also fürs Wandern 1,2 mal 3,6, 4,4 km/h. Beim Sprint 4 Meter pro Sekunde ergibt 14,4 km/h. Ja, und wenn ich mir die Ergebnisse angucke, dann sage ich natürlich, das Wandern 4,4 km/h, das kann schon stimmen. Das stimmt überein mit anderen Experimenten, die ich schon mal gemacht habe, wo ich schon mal was mitgekriegt habe. Beim Sprint 14,4, naja, erwartet habe ich 20, früher war ich halt doch schneller. Aber das könnte hinkommen. Ich bin halt nicht mehr ganz so fix. Und damit kommt mein wichtigstes Ergebnis, nämlich die Einschätzung meiner Ergebnisse. Die entsprechen ungefähr meiner Erwartung. Und das ist für mich erstmal gut, wenn das nämlich nicht hinkommt. Meine Erwartungen nicht sich decken mit den Ergebnissen. Dann sollte man nochmal nachrechnen. Habe ich mich vertippt auf den Taschenrechner? Habe ich vielleicht vergessen, bei der Stoppuhr vorher auf 0 zu drücken?
Habe ich also selber irgendwo eine Schusselei gemacht oder bin ich auf dem Weg zu einer ganz neuen Entdeckung?